Hallo und herzlich willkommen zur Mittwochsabendandacht unterwegs in Haige. Ich bin gerade hier draußen, hier ist ziemlich windig und ehrlich gesagt auch relativ regnerisch. Aber muss man deswegen sich daheim in der Bude einsperren? Einerseits ja, da ist es gemütlich, da ist es warm, da ist es kuschelig. Da kann man irgendwo die Füße hochlegen, eine Decke über die Beine und eine Glotze anmachen. Aber es geht ja auch mal draußen, oder? Man könnte sich zum Beispiel hier trotzdem auf die Terrasse hinsetzen. Man könnte sich trotzdem auch hier auf der Terrasse einen Kaffee gönnen. Man könnte sich trotzdem nach draußen begeben, um zum Beispiel eine Runde mit dem Hund zu drehen. Man könnte sich trotzdem nach draußen begeben, um jemanden zu besuchen. Man könnte sich trotzdem nach draußen begeben, um in die Gemeinde zu kommen. Ist das nicht eine großartige Option eigentlich? Ich habe so den Eindruck, dass wir gerade jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit noch eine Phase haben, wo Corona zwar wieder abklingt, aber viele sich immer noch so verhalten, jedenfalls wenn es um den Besuch der Angebote der Kirchengemeinden geht, als ob Corona im vollen Gange wäre. Man hat sich vielleicht an die Online-Angebote jetzt so ein klein bisschen gewöhnt. Vielleicht Sie auch, die Sie das jetzt hier gerade anschauen. Schaut sich das gemütlich vom Sesselchen aus an, aber rausgehen, ach nein, da ist das Wetter irgendwie zu ungemütlich, besser die Füße hochlegen. Ganz ehrlich, ich glaube, es ist Zeit, wieder rauszugehen. Im Alten Testament sagt Gott es ganz oft zum zerstreuten Volk Israel, ich will sie rufen, von allen Enden der Erde, vom Norden, vom Süden, vom Westen und vom Osten. Ich will sie rufen. Und im Hebräerbrief in Kapitel 10 heißt es, verlasst nicht eure Versammlung, wie sich es bei manchen so eingeschlichen hat, ab Vers 23 bis 25 steht das, sondern haltet den Kontakt, bleibt am Ball, bleibt dran. Also runter vom Sofa, rein in die Kirche, hin zu den Menschen und hin zu denen, denen man dienen kann mit den eigenen Gaben. Ich möchte einfach Mut machen dazu, dass wir nicht hier in irgendeiner Form uns zu Hause zu gemütlich machen. Corona war eine Phase der Erholung für viele, auch von der Gemeindearbeit. Aber jetzt sind wir wieder gefordert. Gott sendet uns. Gott sendet uns hinaus. Gott sendet uns hin. Gott sendet uns in die Gemeinschaft zurück. Lass uns das, so gut das unter den Corona-Bedingungen auch möglich ist, nutzen. Damit die, die für andere auch ihren Dienst tun, zum Beispiel in den Gottesdiensten, zum Beispiel in den Gemeindegruppen, zum Beispiel in den unterschiedlichen Ebenen, in Kita und Schule und sonst wo, auch in den Vereinen im Dorf, dass sie spüren, wir lassen sie nicht hängen. Wir stehen dahinter. Wir unterstützen das. Und jeder von Ihnen, die das jetzt anschauen, kann dazu einen Beitrag leisten, dass die Gemeinschaft wieder stark wird. Und ich wünsche mir, dass ganz viele von uns und ganz viele von Ihnen sich jetzt wieder auf den Weg machen. Hinter dem Ofen hervorkommen, aus dem Gebüsch herauskommen, aus der Zuschauerrolle herauskommen, aus der Tribünenrolle herauskommen und zurück in die Arena, zurück ins Geschehen, zurück zum Teilnehmen. Denn da will Jesus uns beschenken. Da, wo wir ihn lieben, wo wir den Menschen lieben, da will er sich zeigen. Da will er sichtbar machen, welche Kraft von ihm und von dem Glauben an ihn ausgeht. Bei mir, Sie hören es vielleicht, fängt das prasselnde Leben wieder an. Es regnet gerade hier auf das Dach von dieser kleinen Terrasse. Also, raus mit mir zusammen, in den Regen. Ja, da wird man nass. Na und? Sind wir aus Zucker? Sind Sie aus Zucker? Ich glaube, nein. Wir wollen beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass wir nicht aus Zucker sind, sondern herausgefordert, dir zu dienen und für andere Zucker und Salz zu sein. Nämlich diejenigen, die Süße wie ein leckerer Nachtisch ins Leben hineinbringen und die gleichzeitig Salz, damit das richtig gut und herzhaft schmeckt, das Leben, die es hineinbringen können. Segne uns, dass wohin wir auch gehen, einen Beitrag dazu leisten können, dass die Gemeinschaft wieder stark wird. In den Kirchengemeinden, im Dorf und der Stadt, im Miteinander, in den Vereinen, in unserer Gesellschaft und auch in der Vorbereitung auf den Hessentag. Dazu segne uns. Amen.